Leute, kommt zu einem Video zum neuen Wobby Live Pet Show sozusagen. Ich stehe einfach hier mitten im Springboard, Leute. Genau, Leute, willkommen zu einem Video und zwar wir gucken uns heute einen neuen Pet an. Es war nämlich ein neues Pet-Event. Es wird bald neue Pets geben, die neu abgedatet werden. Ich hoffe, das Update kommt bald und viele von euch haben, glaube ich, keinen Discord. Und die Pets wurden jetzt schon in Discord veröffentlicht und die schauen wir uns gemeinsam an. Jetzt viel Spaß an dir, Leute. Vergesst nicht, ein Abo und Like dazu lassen und viel Spaß bei der Pet Show. Let's go. Woohoo! Genau, es sind die aktuellen Pets, die Gewinner seht ihr einmal rechts und es gibt jedes Pet nochmal einzeln aufgelistet. Das heißt, das sind die vier möglichen Gewinner. Wir haben hier einmal ja, so einen Elektrostern, so einen kleinen Igel, einen Gartenzwerg und, sag ich mal, so ein kleines ja, Mining-Pet oder sowas haben wir am Start, hoffentlich zur neuen Höhle. Und wir gucken jetzt mal alle Bilder an und jetzt im Großformat, wie die Pets gezeichnet wurden und ja, wie die einfach entstanden sind. Und dann würde ich sagen, let's go, wir gucken uns jedes Pet einzeln mal an. Los geht's. Leute, sind wir auch schon wieder. Hab hier kurz meine Kamera unten hier einmal rechts unten verschoben, damit wir einfach ein bisschen mehr klar sich auf das ganze Bild haben hier. Das ist der erste, ist der kleine Gnome. Sieht einfach, finde ich, sehr, sehr witzig aus. Designed by Sputz. Der herzlichen Glückwunsch an dich. Also alles aus der Discord-Community von Wobby Live. Ich glaube, viele von euch haben keinen Discord. Deswegen würde ich euch alle Pets einmal vorstellen, die in den kommenden Update oder Updates schon reingepatcht werden. Das heißt, das ist hier einmal der kleine Gartenzwerg. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, welches Pet von den vier ihr am besten fandet oder findet. Und bin mal gespannt auf eure Antworten. Schreibt mal gerne in die Kommentare, Leute. Ansonsten ziemlich witzig. Das heißt, das links seht ihr hier, das ist eine Zeichen mit Paint oder so gemacht worden. Eigentlich also eine lustige Idee, einfach so einen kleinen Gartenzwerg jetzt ohne Augen und so. Ich finde das eigentlich ziemlich witzig. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Kauf wert. Und mal gucken, was der dann in-game kann, wie teuer der ist. Und das sind die ja, die Pets sozusagen, die hier die Fans erstellt haben. Coole Idee. Ihr seht schon, die haben alles einzeln umgesetzt, außer jetzt den Gürtel haben ein bisschen anders gemacht. Also so ist es fast identisch. Und sieht eigentlich ziemlich, ziemlich funny aus. Vielleicht nur so ein kleiner Gartenzwerg hinter dir herläuft. Kann man schon lustige Sachen machen. Und hoffe, dass auch die Pets in der Zukunft eine größere Bedeutung in Wobby Life haben. Dass man da einfach, ja, noch mehr interagieren kann. Und nicht einfach nur hinterherlaufen, sondern vielleicht auch was Cooles können. Das erste Pet, der kleine Gnome, der kleine Gartenzwerg sozusagen hier am Start. Ziemlich witzig, Leute. Findet ihr ihn? Schreibt mir in die Kommentare bitte, wie ihr ihn findet. Bin mal gespannt auf eure Meinungen. So, nächstes Pack, Leute, ist auf jeden Fall der Igel und zwar Hedgehog. Das heißt, vielleicht kennt jemand Sonic the Hedgehog. Ist ja auch eine bekannte Figur als blauer Super-Igel aus Super Sonic oder sowas. Und ist einfach hier ein Igel, der auch, sag ich mal, ihr seht's also, sag ich mal, nicht so krass gezeichnet wurde. Aber er wurde angenommen. Ihr werdet, ich zeige euch am Ende des Videos gerne mein Pack, was ich eingesendet habe. Und könnt mir sagen, ob ihr das besser fandet als ein Igel zum Beispiel. Ja, da kann ich nämlich dann einrollen. Also die Interaktion sind ja auch nicht bekannt. Es wird jetzt nur bekannt gegeben, wie es aussieht. Aber was es der Igel am Ende kann, weiß jetzt keiner so genau. Das würde ich den nächsten Update damit rauskristallisieren. Und hoffe, das Update bitte, bitte irgendwann im Februar kommt. Und nicht irgendwie März, April. Und ich hoffe, die machen da bald was. Das heißt, ein Hedgehog, ein Igel, hat die Ghost of Herobrine, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird, auf jeden Fall Herobrine, mit Design. Das heißt, einfache Igel, einfache Zeichnung, wurde hier mit reingenommen. Also von den vier Pets finde ich ein Igel jetzt irgendwie so ein bisschen unnötig, weil wir haben ja schon, sag ich, wir haben schon so ein Huhn, ja. Wir haben eine Biene, es ist alles schon Tiere mit dabei, eine Schlange ist mit dabei, ein Hase ist, glaube ich, mit dabei, ein Goldfisch und so, ein Pinguin. Aber ich finde so Tiere haben jetzt, glaube ich, genug in Wobby Life und ich hätte mir gewünscht, dass sie so ein bisschen was Spektakuläres wie mein Pet mit reingenommen hätten, aber nein, ich zeige euch am Ende des Videos nochmal, wie mein Pet ausgesehen hat, Leute. Ja, das ist der Igel, Leute, könnt ihr in den Kommentaren schon den Igel finden. Ich persönlich finde es von den vier Pets mit am schlechtesten sozusagen, passt es von meiner Macht nicht wirklich so krass mit rein, weil wir haben schon so viele Tiere in Wobby Life. Ja, Leute, das ist der Igel. Jetzt gehen wir runter zum dritten Pet, also 3 von 4. Ich weiß nicht, wann die reingepatcht werden. Sie werden irgendwann reingepatcht, auf jeden Fall. Aber wann, weiß ich nicht. Genau, nächstes Pet, Leute, ist hier vom, ja, vom Outlet Monster bei Pokemaster Dog. Kennt ihr Magneto aus Pokémon? Ich kenne auch die alten nur aus der Version Rot und Blau. Da gab es ja so Magneto. Ich weiß nicht, ob sowas auch schon eine Art Pokémon schon existiert. Aber sieht ein bisschen aus wie Magneto, so ein bisschen. Und wie so ein Stern aus Super Mario, finde ich so. So eine Mischung aus Magneto und Stern aus Super Mario. Auf jeden Fall coole Idee. Mit so einem Elektrostecker, vielleicht kann man damit irgendwo ein Secret lösen und wie Strom erzeugen, wer weiß das schon. Ansonsten coole, coole Sache. Die hat da auch genau aufgeschrieben, was das so kann. Ja, was der so macht und so weiter. Der explodiert dann so ein bisschen. Das heißt, dass man den Kupfer irgendwo reinstecken kann. Vielleicht gibt es ja
Vielleicht haben die Pets irgendwann echt eine gute Funktion, dass du ein Pet kaufen musst, damit du ein bestimmtes Secret lösen kannst und damit andere Räume erreichst. Wäre mega, mega nice. Ich hoffe, das hat auf jeden Fall was zu tun, dass es ein neuer Step in Wobby Life ist. Auf jeden Fall cooles Monster, sehe ich aus. Du hast auf jeden Fall verdient gewonnen. Einfach eigentlich sehr simpel und doch sehr cool. Auf jeden Fall sehr, sehr nice gemacht vom Pokémaster Doc, diesen Spark sozusagen. Und diesen Outlet-Monster, wie er es nennt hier. Und ziemlich witzig. Leute, wenn ihr das Monster, schreibt in den Kommentaren mit rein. Wird doch cool, wenn er so richtig schön leuchtet und man in dunklen Höhen eventuell was sieht. Das wäre auch cool, wenn die Pets einfach so mal, keine Ahnung, die Pets helfen, wenn man runterfällt oder so. Oder die Pets leuchten ein bisschen im Weg. Das wäre eigentlich super cool, dass die Pets einfach so jedes Pet eine Funktion hat. Oder manche ja, manche nicht. Und wäre cool, wenn wir einfach hier so ein bisschen mehr Interaktion mit den Pets hätten. Leute, schreibt in den Kommentaren, wie ihr das Pet findet von diesen Elektro-Pet. Ich finde es ziemlich cool. Also auf jeden Fall ein verdienter Gewinner, auf jeden Fall. Muss jetzt sagen, cooles Pet. Und ja, ist nice, sieht geil aus und freue mich schon darauf und hoffe, dass bald reingepatcht wird. Dann schreibt Leute in den Kommentaren, wie ihr das findet. Leute, letztes Pet am Start. Da haben wir nochmal. Nächste Pet, Leute, Gammy bei Blood Rain. Das Gammy ist so ein kleiner Gammy, also Gams sozusagen, Edelsteine. Ist so ein kleines Edelsteinmonster. Gute, gute Idee. Und ich hoffe einerseits ganz stark, dass es im nächsten Update kommt. Also, wo die neue Höhle mit reingepatcht wird, ist ja der Hinweis sozusagen. Hinweis habe ich euch nochmal oben nochmal verlinkt. Ich hoffe nicht, dass das Pet nochmal in die Mine reingepatcht wird. Da gab es schon das Ghost Pet. Und ich hoffe, dass es eine extra Höhle oder Mine geben wird, wo man das Ganze dann finden kann. Und hoffe auch, dass jedes Pet, was ich heute hier vorgestellt habe, dass wir wirklich, wirklich, wirklich bitte für jedes Pet so ein Geheimnis lösen müssen und nicht irgendwie, ey, ich kaufe es im Shop, yeah, ich habe das Pet, sondern dass jedes Pet so eine eigene Story hat und man es irgendwo finden muss, das wäre super, super geil und hoffe einfach stark, dass da ein bisschen was zu tun haben. Leute, ich blende kurz mal alle Pets nochmal mit ein. Let's go. So, Leute, haben wir alle Pets mit eingeblendet. Ich mache mal eine Kamera zu mal zur Seite. So, sieht er mich besser. Perfekt. Genau, das heißt, Leute, das ist alle Pets zusammen. Das heißt, wir haben hier einmal den magnetischen Stern, sozusagen Elektrostern, den Igel. Dann einmal das Meme-Monster, sozusagen Gammy, und einmal den kleinen Gnom, den kleinen Gartenzwerg. Welches Pet findet ihr am besten? Schreibt in den Kommentaren, was ihr euch also auf jeden Fall holen werdet. Also mein Favorit ist hier ganz klar der kleine Gartenzwerg oder das Elektro-Pet. Die zwei finde ich cool. Den Igel ist jetzt nicht so meins, weil irgendwie ich finde, wir haben schon so viele Tiere mit drin. Außer er kann was mega cooles, dann vielleicht ja. Und das kleine Meme-Monster, der kann es auch was cooles. Aber so vom Aussehen her tendiere ich doch zum Gnom oder zum Elektro-Pet, ganz klar. Dieses ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also schreibt in die Kommentare, welches Pet ihr am besten findet. Immer News für meinen Kanal. Vergesst nicht, ein Abo dazu lassen. Teilt gerne meinen Kanal mit anderen, die noch nicht so Wobby Life kennen. Und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit, den neuen Infos, und bin gespannt, was Update kommt. So, Leute, jetzt auch mal so eine wichtige Info für euch. Jetzt passt gut auf. Ich werde bald meinen Namen ein letztes Mal, ich schwöre es euch, Leute, ein letztes Mal anpassen. Also, ich hieß ja früher Goku Let's Play, dann Pommes GLP wie jetzt. Und ich will sowas Eigenes haben. Vielleicht die meisten wissen ja, GLP kennt man ja schon, ne? Den ist ja schon ein bisschen bekannt, die Person. Und ich will sowas Eigenes haben, dass man nicht immer sich die Masse an. Ich bin so typisch für einfach was Eigenes haben. Das heißt, ich werde mich jetzt die nächsten Tage, sobald meine Namensumschreibung vom Designer fertig ist, Wilde Pommes nennen. Das heißt, Wilde Pommes. Ja, das heißt, man einfach so ein bisschen deutschen Content haben, deutschen Namen und auch natürlich auch was Eigenes haben. Weil Wilde Pommes gibt es doch nicht so krass. Das heißt, mein kleiner ist Ninja Pommes. Ich heiße Wilde Pommes und werde es auch demnächst auch TikTok weitermachen. TikTok habe ich euch gerne unten verlinkt nochmal in meiner Videobeschreibung. Wie gesagt, aktuell ist da noch Pommes GLP. Muss ich für TikTok auch nochmal einen eigenen Namen ausdenken. Ansonsten noch Instagram habe ich auch, und dann heiße ich jetzt nämlich nicht mehr Pommes GLP, sondern Steve Pommes auf Instagram. Auch Link habt ihr unten mit dabei. Das heißt, da werde ich auch ein bisschen was von mir Persönliches posten, was ich am Tag so mache, was ich esse, wie ich so manche Sachen mache, vielleicht ein bisschen Sport und so weiter, einfach ein bisschen mehr so von mir persönlich kennenlernt. Das wird nochmal auf Instagram geschehen. Auf TikTok werde ich so ein paar verrückte Videos machen, so ein bisschen zum Lachen bringen, wäre auf jeden Fall meine Idee dafür. Und ich werde auf YouTube bald Wilde Pommes einmal heißen. Und ganz wichtig, Leute, ich habe noch einen Zweitkanal, BeastGLP, der wird jetzt ab Februar auch belebt werden. Das heißt, da werde ich auch jetzt regelmäßig auf Twitch einmal streamen. Der wird auch umbenannt. Ich bin noch am Struggle, welchen Namen ich da nehme. Auch da muss das GLP leider weg und würde mir auch einen eigenen Namen wünschen. Muss mal gucken, was ich da nehme. Auf jeden Fall, Leute, kommt ganz mehr auf uns zu. TikTok, Instagram, YouTube bleibt auf jeden Fall Main-Content hier, Wobby Life, ganz klar. Freue mich auf die kommenden Updates. Vergesst nicht, die Kommentare reinzuschreiben, welches Pet ihr am
am besten fandet. Schreibt mal rein und warum auf jeden Fall. Freue mich, das einmal zu lesen, Leute. Falls ihr was braucht, irgendein Guide oder sowas, schreibt es gerne in die Kommentare. Mach ich gerne ein Video dazu. Hab mir schon so 3-4 Sachen aufgeschrieben. Der eine wollte ja einen Tempelguide haben, der eine wollte das haben. Habe ich schon ein bisschen was aufgeschrieben auf meinen Zettel und werde es nach und nach abarbeiten, wo ich ein Video raus machen. Jetzt zum Schluss mal, Leute, wie versprochen, jetzt zeige ich mal, welches Pet ich gepostet hatte und was eigentlich so richtig cool gewesen wäre. Ich habe nämlich so ein fliegendes Alien-Video aus meinem Merch-Shop einmal reingepostet. Ich zeige euch jetzt mal kurz das Bild, warte mal kurz. So, Leute, sind wir auch schon wieder. Das ist mein Pet, was ich gepostet hatte. Das heißt, ich hatte, ja, ein Pommes-Alien gepostet. Übrigens, das Design gibt es auch in meinem Merch-Shop zu kaufen, als T-Shirt und so weiter. Alles immer am Start, Leute, auch andere coole Designs. Und ich hätte eigentlich das als Verrücktes. Es passt eigentlich ziemlich cool, weil in Wobblife gibt es ja auch UFOs. Ja, es gibt verrückte Sachen. Warum nicht so ein Pommes-UFO? Weil die Aliens mögen ja Pizza. Und warum nicht auch Pommes? Das heißt, wäre echt eine coole Idee gewesen, dass man so ein fliegendes Alien hinter sich als Pet haben könnte. Aber leider haben sie für die Pets entschieden, haben auch geschrieben, danke für die vielen Einsendungen und vielleicht kommen die Pets, die jetzt eingesendet wurden, wie auch meins, demnächst nochmal ins Spiel mit rein. Leute, das waren die Infos für alle. Das heißt, zusammengefasst, schreibt nur in die Kommentare mit, was ihr so von den ganzen Pets haltet. Und was ihr am besten findet natürlich. Und wünsche ich damit auch einen schönen Tag. Vergiss nicht, ein Abo und Like da zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.